Ja, im heutigen Losungstext können wir fast anknüpfen zu dem, was gestern das Thema war über Freude. Da heißt es heute, fröhlich lass sein in dir, die deinen Namen lieben. Aus Psalm 5, Vers 12. Fröhlich, der Grund zur Freude und Fröhlichkeit ist in Gott selbst. Alles andere ist ja vergänglich. Alles andere ist zeitlich, zumindest was hier auf Erden ist. Und auch darin sind wir mal, auch darüber sind wir auch manchmal fröhlich, dass uns manches gelingt oder dass wir vielleicht ein Geschenk, ein kleines Geschenk bekommen. Es gibt viele Dinge, die uns fröhlich stimmen. Aber der Psalmist erinnert uns auch hier wieder an den tieferen und größeren und bleibenden Grund der Fröhlichkeit ist in dir. Fröhlich lass sein, worin? In dir, die deinen Namen lieben. Eine Herausforderung auch in dieser Aussage, nämlich in die deinen Namen lieben. Das heißt, die Gott lieben, den sollen wir lieben von ganzem Herzen, heißt es ja. Ne? Und das bewirkt wiederum Fröhlichkeit, wenn wir das tun, dass wir den Herrn lieben und ihm immer wieder unseren Dank und Anbetung zum Ausdruck bringen. Auch wiederum im Neuen Testament sehen wir eine Stelle, wo es heißt, die Jünger wurden erfüllt von Freude und Heiligen Geist. Apostelgeschichte 13, 52. Warum wurden sie erfüllt mit Freude und Heiligem Geist? Weil sie bereit waren, sich vom Herrn führen und gebrauchen zu lassen. Weil sie gehorsam waren seinem Wort gegenüber, trotz der Widrigkeiten und Schwierigkeiten. Und ich glaube, auch das wird immer wieder unsere Erfahrung sein, da wo wir Gott gehorsam sind und seinen Willen tun und umsetzen und danach fragen, auch wenn es Nöte und Schwierigkeiten gibt, dass das eigentlich wiederum in uns etwas bewirkt, was wir nicht erklären können. Aber wir wissen, wir tun das Richtige und wir werden beschenkt von ihm selbst, vom Herrn. Nämlich mit Freude, wir werden mit Freude erfüllt und mit dem Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leitet. Und auch das möge er heute tun, in deinem Leben und auch in meinem Leben.